Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Wir haben auf diesem Kanal bereits schon einmal darüber gesprochen, was mit den Klonen passiert, die am Schlachtfeld sterben und wie grausam die Kaminoaner eigentlich mit ihren Leichen umgehen. Doch auch noch während seiner Lebenszeit hat ein Klon nicht unbedingt ein leichtes Leben. Von der Clone Wars wissen wir, dass Klone, bevor sie zu ihren Jedi-Generälen aufs Schlachtfeld geschickt werden, sehr viele Prüfungen absolvieren müssen. In dieser Zeit werden sie von Kaminoanern, aber auch Jedi-Meisterin Shakti sowie einigen Kopfgeldjägern beaufsichtigt. Doch diese Tests sind nicht nur dafür da, um sie optimal auf das Kampffeld vorzubereiten, sondern auch um mögliche Fehlfunktionen unter ihnen auszurangieren. Während es Kloneinheiten gibt, die nur aus Fehlfunktionen bestehen, zum Beispiel die Kloneinheit 99, die wir in The Bad Batch sehen, wurden diese ausnahmsweise nicht ausrangiert, weil sie ihre Arbeit dennoch bereitwillig und gut taten. Noch dazu war jedes dieser Mitglieder in seinem Bereich einzigartig. Wrecker zum Beispiel war überdurchschnittlich stark, während Tech überdurchschnittlich intelligent war und Crosshair war einfach der beste Sniper, den es jemals gegeben hat. Doch das Wichtigste an ihnen war, so wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass sie bereitwillig ihre Arbeit taten und bereitwillig für die Republik in den Kampf zogen. Es gab allerdings auch Klone, die dies nicht taten. Und in dem heutigen Video werde ich euch erzählen, was mit den Klonen passiert ist, die sich weigerten, für die Republik in den Kampf zu ziehen. Vorneweg waren sich die Kaminoaner einig, dass diese Klone überhaupt nicht zu den Jedi-Generälen durchgelassen werden durften. Sie sahen dies alles als ihre Fehler, da sie den Jedi ein perfektes Produkt versprochen hatten und eben einige Klone dies nicht erfüllt haben. Einige von ihnen weigerten sich, für die Republik zu sterben oder aber auch sich einem Trupp anzuschließen. Die Konsequenz daraus war nicht etwa, sie zum Wartungsdienst zu verdonnern oder sie zu anderen Tätigkeiten zu überzeugen, sondern sie wurden von den Kaminoanern in aussichtslose Schlachten geschickt. Was bedeutet, wann immer es eine Schlacht gab, wo die Jedi wussten, sie konnten nicht gewinnen, beziehungsweise wo die Republik wusste, sie konnte nicht gewinnen, wurden diese defekten Klone hingeschickt, nur damit sie dort sterben konnten. Für die Kaminoaner waren diese Klone ein Abfallprodukt und sie dachten sich, wenn man sie in diese Schlachten schickt, dann töten sie vielleicht ein oder zwei Kampfdruiden, bevor sie dann exekutiert werden. Wenn man sich das so denkt, ist das eigentlich eine sehr grausame Art, um mit einem Menschen umzugehen. Und es zeigt mal wieder, dass die Klone für die Kaminoaner und auch für einige Jedi eben keine Menschen, sondern einfach nur Sklaven oder einfach ein Hilfswerkzeug waren, um den Krieg zu gewinnen. Mit all den Hintergrundinformationen aus diesem Video, aber auch einem anderen Video, was ich gemacht habe, das darum geht, was die Kaminoaner mit den Leichen der Klone machen, kann ich nun viel besser verstehen, warum die Klone nicht zum Dienst antreten wollten, aus der Armee ausgetreten sind oder zu Deserteuren geworden sind. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, ich freue mich schon sehr, es zu lesen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.